Hey Leute, what's up? Ich bin's Colin, euer TechNews mit eurem Technikkanal hier auf YouTube. Heute wieder mit den 5 geilsten News, was in letzter Zeit so im Technikbereich passiert ist. Los geht's nach dem Intro. Los geht's heute mit einer etwas kleineren News. Letzte Woche habe ich ja schon gesagt, dass Nexus 6 kommt. Beziehungsweise soll ab dem 29. vorbestellbar sein. Das war in Amerika auch der Fall. Das Ganze ist innerhalb von wenigen Minuten wirklich ausverkauft gewesen, auf mehrere Wochen. Das Nexus 9 übrigens auch. Folglich ist es sehr wahrscheinlich, dass der Deutschlandstart nicht wie geplant am 3. November stattfindet, sondern erst am 18. November oder so. Und scheinbar lernt Google einfach nicht dazu. Ich meine, das war schon beim Nexus 4 so, dass die Server zusammengebrochen sind, nichts mehr ging und dann auf ewige Zeit ausverkauft war. Beim Nexus 5 das gleiche nochmal, beim Nexus 6 das gleiche nochmal, obwohl das jetzt um einiges teurer ist als die letzten Nexus-Geräte. Ich finde das immer ein bisschen schade, wenn nicht mal so ein großer Konzern wie Google das hinbekommt, genug Einheiten zum Marktstart zur Verfügung zu haben. Naja, irgendwann wird man es dann auch kaufen können, ne? News Nummer 2 ist auch ein kleines Update von den Tech News letzte Woche. Da habe ich ja gesagt, dass Ungarn eine Internetsteuer plant und 50 Cent pro Gigabyte Datenvolumen einsacken will. Es gab unglaublich viele Demonstrationen in Ungarn dazu. Dann hat die Regierung erst ein bisschen zurückgerudert. Hey, okay, wir deckeln das Ganze auf, weiß ich nicht, ich glaube 2,50 € oder so pro Monat. Die EU hat auch noch ordentlich Kritik daran geübt wegen Meinungsfreiheit und so weiter. Auch ziemlich viele Forschungsstationen haben gesagt, okay, hey, wir brauchen im Monat 100 Terabyte an Datenvolumen. Wir können dicht machen, wenn diese Internetsteuer kommt. Und die Ungarer Regierung? Naja, die Regierung Ungarns hat den einzig richtigen Schritt gemacht und das Ganze erstmal wieder verdrängt. Also mit verdrängen meinte ich abgesagt, auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt muss man nur rausfinden, was dieses unbestimmte Zeit verschoben bedeuten kann. Naja, wir werden sehen. News Nummer 3 handelt um Apple. Naja, eigentlich gar nicht um Apple direkt, sondern um Tim Cook, dem CEO von Apple. Der hat diese Woche zugegeben bzw. veröffentlicht, dass er homosexuell ist. Ja. Er hat das Ganze gemacht, um anderen Homosexuellen Mut zu geben, wenn sie zum Beispiel in einer Firma arbeiten, die das Ganze nicht so akzeptiert wie Apple. Weil ich meine, Apple muss es akzeptieren, weil immerhin der CEO homosexuell ist. Auf jeden Fall ist er natürlich für eine Welt, in der Minderheiten gescheit unterstützt werden bzw. akzeptiert werden. Ich bin da eindeutig seiner Meinung. In Amerika ist es ja noch ein bisschen krasser mit Homosexualität und in Deutschland ist es, ich sag's mal, einigermaßen anerkannt in Amerika. Nicht ganz so manchmal. Auf jeden Fall finde ich, dass es ein wichtiger und richtiger Schritt war, das Ganze zu veröffentlichen. Jetzt nicht, um es zu seinem Markenzeichen zu machen, dass er homosexuell ist. Einfach, um anderen Homosexuellen Mut zu geben, ihre Liebe frei auszuleben. Das klingt ein bisschen komisch. Naja, ihr wisst, was ich meine. News Nummer 4, heute geht das Ganze irgendwie extrem schnell. Naja, News Nummer 4 ist auf jeden Fall von Microsoft. Die haben überraschenderweise ein eigenes Fitnessarmband vorgestellt. So sieht das Ganze aus. Irgendwie erinnert mich das Ganze extremst an die Samsung Gear Fit, wie die heißt. Also die bisher abgespeckteste Smartwatch von Samsung. $199,99 kostet das Ganze, also $200, also der normale Preisrahmen einer Smartwatch. Können tut das Ganze eigentlich alles, was andere auch können, aber noch ein bisschen mehr, kann zum Beispiel UV-Strahlung messen und also messen, wie gespannt die Haut ist und kann da scheinbar zurückführen, wie gestresst die Person gerade ist. Ja, eine rundum ganz coole Smartwatch, die unter anderem auch mit Android, iOS und überhaupt allem funktioniert. Also nicht nur Windows Phone. Gut gemacht, Microsoft. Ob und wann das Ding in Deutschland rauskommt, ist leider noch nicht bekannt gegeben worden. Die News Nummer 5 und damit auch die letzte News kommt vom Branchenverband Bitkom. Der hat herausgefunden in einer Studie, dass die deutschen Tablet- und Smartphone-User im Schnitt ganze 9 Euro für Apps ausgeben, also im Jahr. Und ganze 43% der User kaufen sich gar keine Apps. Verstehe ich gar nicht. Hier zum Beispiel, DSLR-Controller, super App, USB, Micro-USB. Ich kann mich selber sehen und so.
Genial. 7 Euro oder 12 sogar, ich weiß es nicht mehr. Ultra teuer, aber Geld wert. Ich finde das ein bisschen schade, dass sich so eine, ich sag mal, Zahlungsunmut breit gemacht hat bei den Smartphone-Usern, denn auch mobile Apps sind das Geld wert im Normalfall, wenn man sich sie kauft. Und Werbefinanzierung ist so ein zweischneidiges Schwert. Siehe YouTube, einige scheffeln da Geld ohne Ende und andere wie, was weiß ich, nehmen wir mal Rocket Beans, die ja gerade in der Misere stecken, können es nicht schaffen, sich zu finanzieren über YouTube, obwohl sie ziemlich groß sind. Also Werbung ist so ein zweischneidiges Schwert. Wenn man eine App gut findet, soll man sie auch kaufen, finde ich. Ich persönlich gebe so 50 Euro im Jahr für Apps aus. Das kommt schon so hin. Oh ja, manchmal sind es teure Apps. Wie viel gebt ihr im Schnitt für Apps aus? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Das war's auch schon für diese Woche mit euren Tech News. Ein Däumchen würde mich freuen. Wie gesagt, Kommentar habe ich gerade schon. Abonnieren würde mich freuen. Und so weiter. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bin's, Colin, euer Tech News. Ciao.